Bandscheibenvorfall. Diskusprolaps, Bandscheibenvorfall, Diskusprotrusion, Vorwölbung der Bandscheibe, Dislokation, Lageveränderung, VA bei Knochenfrakturen, Disposition, Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen, Dissektion, Spaltung distal von der Körpermitte weg, Distension, Überdehnung, Distorsion, Zerrung, Verstauchung, Diurese, Harnausscheidung, Diuretika, Medikamente, die die Harnausscheidung fördern, Diurnus über den Tag. Am Tag die Vertikelausstülpung in den Hohlraum eines Organs, die Vertikulitis-Entzündung eines. Die Vertikels, die Vertikulose vorhanden sein von mehreren Divertikeln. Dominant beherrschend Dornfortsatz, knöcherne Aufstülpung des Wirbelkörpers nach hinten. Dorsal rückwärts, dem Rücken zugewandt, Dorsalgie, Rückenschmerzen, Dorsum, Rücken, Douglasraum, tiefster Raum der Bauchhöhle, zwischen Gebärmutter, Prostata und Enddarm, Drainageableitung von Flüssigkeitsansammlungen, Drainablusrohr, Drainageabflussrohr für Flüssigkeitsansammlungen im Körper, Drehschwindel, es dreht sich alles um einen Herumdruck, hydrostatischer Druck, den eine Flüssigkeit auf die umgebenden Wände auslöst, Druckdolenz, Schmerzen beim Drücken auf eine bestimmte Stelle. Druckkammer, geschlossene Kammer mit Über- oder Unterdruck, Druckpuls, langsamer, kräftiger Puls, erhöhter Hirndruck, Druckverband, streng anliegender Verband zur Stillung arterieller Blutungen, Drüse, Sekretaps, sonderndes Bindegewebe, Ductus, Gang, Duodenal, Geschwür, Ulcus, Duodeni, Geschwür des Zwölffingerdarms. Duodenalsondeschlauch, der über die Nase, Mund in das Duodenum geschoben, wird Duodenitis-Entzündung des Duodenums, Duodenum, Zwölffingerdarm, Duplex-Sonographie, Ultraschall mit zweidimensionalem Bild zur Darstellung des Blutflusses Dura, Haut Dura Mater, harte Hirnhaut, Durchblutungsstörung, verminderte Durchblutung von Körperteilen, Durchleuchtung, Röntgen, Dysakusis-Störung des Gehörempfindens, Dysatrie-Sprechstörung, Dysästhesie-Störung des Reizempfindens, Dysbakterie-gestörte Darmflora, Dysbasie-Störung, Dysfunktion, Funktionsstörung, Gewebe, Organe, Dyskursie, gestörte Geschmacksempfindung, Dyshidrosis, gestörte Schweißdrüsenfunktion. Dyskeratosis, Verhornungsstörung, Dyskinesie, fehlerhafte Bewegungsabläufe, Dyskrasie, fehlerhafte Blutzusammensetzung, Dyslalie, Stammeln, Dysmelie, Fehlbildung von Armen oder Beinen, Dysmenorrhoe, schmerzhafte Regelblutung, Dyspareunie, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Dyspepsie, Verdauungsstörung, Dysphagie, Schluckstörungen, Dysphoniestörung bei R-Stimmbildung, VA im Kehlkopf, Dysphorie, bedrückte Stimmung, Dysplasie, Fehlbildung,
Gewebe, Organ, Dyspnoe, Atemnot, Dysthymie, Verstimmung, Dystokie. Gestörter Geburtsablauf, Dystonie, gestörter Spannungszustand von Muskeln, Nerven, Gefäßen, Dystrophie, krankhafte Veränderung von Zellen, Gewebe, Organen. Dysurie, schmerzhafte Blasenentleerung. Echoenzephalographie, Hirnuntersuchung, Mittelsonographie, Echokardiographie, Ultraschalluntersuchung des Herzens, Ektopia, Testis, Hodenhochstand, Efloreszenz, Hautausschlag, Effluvium, Erguss. Ausfall, Eierstock, Ovar, Eierstockentzündung, Ophoritis, Eierstockzysten, gutartige Tumore des Eierstocks, Eileiter, dünne Röhren zwischen dem Eierstock und der Gebärmutter, Eileiterabszess, Eiteransammlung im Eileiter, Eileiterentzündung, Salpingitis, Eileiterschwangerschaft, Extrauter in Gravidität. Tubargravidität, Einflussstauung, Venenstauung. Bei der Halsvenen deutlich sichtbar sind Eingeweidebruch, Hernie. Einspritzung, Injektion. Einbringen von Medikamenten in Haut. Hohlraumalter bestehend aus abgestorbene Gewebeteile, Blutserum, Leukozyten, Eiterbeule, Furunkel, Eiweiß, Zusammensetzung aus mehreren Aminosäuren, Eklampsie, Krampfanfälle während der Schwangerschaft, Ektasie, Ausweitung eines Gefäßes, Hohlorgans, Ekto, außen. Außerhalb, Ektomie herausschneiden, Ektopie, angeborene Verlagerung von Organen. Gewebe ektopisch an untypischer Stelle gelegen, Ekzem, Hautentzündung ohne Infektion elektiv. Wählbar Elektrozephalographie, Aufzeichnung der Hirnströme, Elektrokardiogramm, mittels Kurven dargestellte Erregungsausbreitung am Herzen, Elektrokoagulation, Blutstillung, Abtragung von Gewebe mittels Sturm, Operation, Elektrolytestoffe, die in Flüssigkeiten entweder positiv oder negativ geladen sind. Elektrolytmangel, Mangel an Elektrolyten, Elektromyographie, Messung der elektrischen Aktivität der Muskeln, Elektromyogramm, Messung der Muskelaktionen mittels Nadelelektroden, Elektroneurographie, Bestimmung der Leitgeschwindigkeit peripherer Nervenelektrophorese, Trennung von verschiedenen Substanzen, Elephantiasis, große Aufschwemmung von Bindegewebe, Ellbogenverrenkung, Ellbogenluxation, Elimination, Ausscheidung. Elongation, Verlängerung, Embolie, plötzlicher Gefäßverschluss aufgrund eines eingeschwemmten Gerinnsels, Thrombus, Embryo-Kind in der Gebärmutter bis zum dritten Schwangerschaftsmonat, Embryologie, Lehre von der Entwicklung des ungeborenen Kindes, embryonal den Embryo betreffend, Emesis, Erbrechen, Emotion, Gefühl, Emphysem, vermehrter Luft, Gasgehalt im Gewebe.
Empirisch auf Erfahrung beruhend Empyemeiteransammlung in einer Körperhöhle in atementzündliche Schleimhautveränderung aufgrund von Infektionen, Enchondrom, gutartige Neubildung von Knorpelgewebe im Knochen, Endarteritis, Entzündung der Arterieninnenwand, Endemie, ständig Vorhandensein einer Erkrankung in einer bestimmten Region, Enddarm, Mastdarm, Endogen im Körper selbst entstehend, Endokard, Herzinnenwand. Endokarditis, Entzündung der Herzinnenhaut, Endokard, Endokrin zum Hormonsystem. Gehörend ins Blut absondernd, endokrine Drüsen geben Hormone ins Blut ab, Endolymphe, Flüssigkeit im häutigen Labyrinth, Endometriose, Gebärmutterhaut außerhalb der Gebärmutter, Endometritis, Entzündung der Gebärmutterhaut, Endometrium, Gebärmutterschleimhaut.